Ja, Leute, willkommen zurück zu Pokémon. Präsident Rose erwartet dich bereits. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflucht hier in Clinton. Okay, ach so, ja, das... Ach, Mensch, das habe ich falsch verstanden. Blöde deutsche Sprache. Ich habe gedacht, der ist im Restaurant Wellenflucht. Aber er ist im Restaurant Wellenflucht. Also in dem Restaurant, das Wellenflucht heißt. Meine Fresse, ey. Ja, hier Liga-Karte mit seinem Foto. Oh mein Gott, das habe ich jetzt auch dringend gebraucht. Der Präsident scheint dich zu mögen. Ja, bitte begib dich da unverzüglich zum Restaurant. Business Meeting, so. Richtige Final Fantasy 15. Können sich daran Leute noch erinnern, wie man in diesem Restaurant drin war? Oder was auch immer das war? Keine Ahnung. Ich weiß nur eins, dass es komplett nuts ist. So, das ist das besagte Restaurant. Oh, die treffen sich auch schon mit Frau Professor Junior in Spe. Ah, Lukas, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ach was, dich hat er also auch eingeladen? Oh, ihr kennt euch? Na wunderbar. Aber setzen wir uns doch erst einmal hin. Kielten ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Da lege ich euch ans Herz, eine lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Das finde ich generell, wenn ihr in irgendwelchen Spezialrestaurants geht, nehmt einfach immer das Spezialgericht, das jeweils zum Restaurant dazugehört. Aber mal ganz unter uns, in diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens Professor Magnolica? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihre Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter der Dynamax-Bänder, mit denen Hilfe man Pokémon riesen groß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolicas Forschung über die Wunschsterne wäre es nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Ein Energiequellendetektor? Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Gala-Partikeln Pokémon dynamaximiert werden können. Wenn wir mal was einstreuen, das ist total unnötig. Wer will sowas bitteschön wissen? Das ist total blöde Exposition. Aber dass Professor Magnolica so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Sanya, du solltest unbedingt einmal die Schatzkammer von Claw City ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sanya Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie meinen Drängen, Rose, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon, aber ich hatte noch gar keine Chance, mit Lukas zu sprechen. Nun gut, so bedauerlich es auch ist, es lässt sich wohl nicht ändern, es war mir ein Vergnügen. Das ist auch wieder so eine Sache, wir haben nichts gegessen. Gut, wann sieht man schon mal Pokémon-Charaktere essen, es sei denn, wir reden hier vom Curry. Ich weiß ja, dass es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserorden erkämpft hast. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Kates zu besiegen ist kein Kinderspiel. Ihr nehmt als Belohnung diese TM. Ach so, die haben wir. Wobei, doch, wir haben eine TM erhalten. Aber jetzt kriegen wir nochmal eine TM, weil doppelt hält besser. Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Arena Challenger. Die nennt mich noch gar nicht beim Namen. Ich will ernst genommen werden. Du hast jetzt den Pflanzen- und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Caro besiegen. Den Arenaleiter von Engine City. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arenaleiter Carbo für dich. Er legt nämlich gerade in der Galamine 2 ein Sondertraining ein. Wenn Carbo nicht in seinem Stadion ist, zieht es uns fürs Erste nichts nach Engine City. Ja, super. Natürlich. Wobei, das ist auch... Ja, das ist jetzt so eine Art Punkt, weil Ding Engine City ist, haben wir ja schon besucht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. So, ja, jetzt haben wir so ein Problem, dass ihr so ein bisschen hier das Licht seht. Aber da kann ich jetzt halt nichts machen. So, Galamine 2. Du schon wieder. K.
Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dem Niveau herabzulassen, aber Schwächlinge wie dich in ihre Schranken zu weisen, ist irgendwo ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich dem Kampf herauszufordern. Also was sagst du, Schwächling? Ich bin noch nicht so ganz bereit. Schwächlinge wie du sollten mit mir gar nicht erst unter Augen sprechen, weil ich möchte nämlich gerne hier was austauschen, vielleicht. Vielleicht ist es möglich. So, jetzt kann ich dich fertig machen. So, ich wurde vom Liga-Präsidenten Rose empfohlen hier. Also ich rutsche so am besten mal. Wobei, nee, das klappt echt nicht. Ihr müsst damit leben. So. Ja, das hat es aber reingehauen. Ein paar Fortschritte hast du wohl gemacht, aber wirklich nur ein paar. Ja, du gar nicht, weil sieht sehr nach denselben Pokémon aus, die wir schon davor hatten. Das ohne dass es eine Step-Attacke ist, das finde ich sehr faszinierend. Ja, ruf schon mal deinen Zumatrank auf. Ja, jetzt können wir auch mal Felsgrab einsetzen. Muss man nicht extra das Ganze aufbrauchen hier. Primova. Also was soll das eigentlich darstellen? Das Sandmännchen auf Drogen oder was? Ja, also das war wirklich ein sehr, sehr spannender Kampf mit vielen Wendungen. Das hat mir echt gefallen. Nicht. Achso, er hat noch das Ponita. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das Gala-Ponita, das ich ja gerne auch in mein Team aufnehmen möchte. Ausgezeichnet, hier mein letztes Pokémon, meine allerletzte Hoffnung. Auch auf Level 22. Ich weiß nicht, das sieht also richtig so My Little Pony-artig aus. Oh, das hat er sogar ausgehalten, der Wahnsinn. Also das erstaunt mich dann schon ziemlich, weil ja, Biss hat schon so seine Stärke. Aber wenn ich mir so anschaue, wie wir uns mit anderen Pokémon, wie beispielsweise die Step-Attacken von unserem Mauzi überhaupt nichts bringen oder fast gar nichts auswirken. Wenn wir jetzt nicht gerade gegen Stahl-Pokémon kämpfen. Oder nee, Quatsch. Da haben wir wieder scheiße gelabert. Egal. Du hast dir ein bisschen Mühe gegeben. Also dachte ich mir, ich lasse dich mal gewinnen. Ja, kannst du mal wieder nicht akzeptieren, von mir in die Schranken gewiesen zu werden. Ja, bitte scharf stellen. Das kann doch nicht so schwer sein. So, also. Na schön, ich korrigiere. Ein Schwächling bist du nicht. Dafür aber ein Schwachkopf. Das ist geil, du. Zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Ja, aber trotzdem uns irgendwie was geben. Also das sind solche Antagonisten, die ich überhaupt nicht verstehe. Also das Problem hatte Pokémon auch schon immer. Du bist mein Erzfeind, trotzdem gebe ich dir irgendwie was. Sonst habe ich noch wirklich Wichtigeres zu tun. Mal sehen, wo kann ich als nächstes auf die Jagd nach Wunschstern gehen. Ich habe gedacht, du wirst ein Arena-Challenger. Da müsstest du eigentlich genau diesen Weg entlang gehen. Oder wie viele Orden hast du schon? Mit deinen tollen Pokémon auf Level 22, die alle vom selben Typ sind. Weil es hat auch was zu tun. Hat auch was, hat auch einen Hintergrund, ja, so kann man es sagen. Und ich sehe, jetzt kommen auch deutlich besser voran. Ich bin mal gespannt, vielleicht kann ich in den nächsten zwei Parts noch den dritten Orden machen. Also das wäre auch der absolute Wahnsinn. So. Das ist natürlich sehr cool. Aber auch eine tolle Initiativsteigerungsfähigkeit. Nur mal so am Rande. Also das Ding hat natürlich absolute Schwächen, aber gut, eigentlich hat auch Ding Ray so seine Schwächen. Vielleicht weiß ich. Sollte mich in den Haaren herumfahren.
Das ist unprofessionelles Verhalten, du. Das kann ich nicht tolerieren hier. So. Was aber auch wirklich schade ist, ich meine, selbst in den Höhlen hat man nicht großartig darauf geachtet, jetzt hier optionale Wege einzubauen. So, das ist jetzt das Flunschlick in der Galar-Form. Ja, tatsächlich, von diesem Pokémon gibt es eine Galar-Form. Ja. Was ist das für ein seltsames Potenzial? Ich kann es nicht begrüßen. So, nächster Kampf. Ich denke mal, sollten wir eigentlich relativ gut mit Kamalen durchkommen. Und Ray. Ich muss mir langsam diese Namen einstellen. Was ich übrigens auch erwähnen wollte, ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen Luigi's Mansion 3 durchgespielt. Cooles Spiel, aber in meinen Augen ein bisschen schlechter als die anderen zwei Teile. Da war einfach mehr Anspruch drin, bis auf vielleicht die Bosskämpfe. Um mal so ein bisschen off-topic zu labern. Okay, Praktik-Bug, das ist schon ein anderes Kaliber. Es ist erstaunlich, wie wir von der Initiative her immer besser, besser reinkommen. Aber wirklich so gegen Gestein und gegen Wasser sind wir wirklich sehr toll immun. Wobei gegen Wasser glaube ich nicht so sehr, weil wie gesagt, der Gesteintyp, der zieht es dann doch runter und ja, Kampf. Ich habe Kampf vollkommen vergessen. Na gut, da haben wir aber andere Sachen, die wirksam sind. Wobei, nee, das ist Stahl eigentlich nicht. Da habe ich mich total verkalkuliert, du. Das hat ja gereicht. Hat ja gerade noch so gereicht. Aber nicht für Level 24. So, dann müssen wir tatsächlich jetzt einen Beleber einsetzen. Ich glaube es nicht. Wieso bekommen wir eigentlich so früh im Spiel schon Top-Beleber? Ich verstehe es nicht. Das ist... Ja, ich weiß, wie kannst du dieses Spiel dann noch gut nennen? Vor allen Dingen, was auch so interessant ist, Ding, Obi-Wan, obwohl es da knapp an Raid dran ist, hat er relativ wenig KP. So, ja, ich müsste mal mit Stahl-Pokémon eigentlich auch ganz gut fahren. Fällt mir gerade so auf. Ja, hier wollen sie natürlich, dass man später zurückkommt. Mit dem Fahrrad. Echt toll. Okay, das ist eigentlich scheiße. Ich wollte eigentlich nochmal das Pokémon wechseln, aber gut, wenn dieses wieder meint, hey, hast du mal eine Minute, du nimmst doch an der Arena-Challenge teil, stimmt's? Moment, ein echter Arena-Challenger. Das schreit nach einem Kampf. Hey, was ist denn hier los, Lukas? Ja, Gott sei Dank Unterstützung. Ist das ein Fanclub? Da bist du ja fast genauso beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mitten in einem tiefsinnigen Gespräch mit dem da. Das ist also, wenn sich zwei Erwachsene unter... Wobei, wir sind ja eigentlich 10 bzw. höchstens 15 Jahre alt. Mach Platz für Hopp, den zukünftigen Champ. Oha, guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Wenn dir das nicht lustig genug war, können wir ja gerne kämpfen. Einem echten Trainer zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Ja, natürlich. Kann es sein, dass es ein Multikampf ist? Unsere Empfehlungen für die Arena-Challenge stammen vom Champ höchstpersönlich. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müssen wir es euch eben zeigen. Pff, dann passt mal auf. Wir zeigen euch, wie hart es bei der Arena-Challenge zugeht. Was tun diese Knechte sich einfach zusammen? Unser Plan war es doch, hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Ja, es ist ein Multikampf. So, jetzt war das Ganze ein bisschen strategischer, weil ich glaube, das hatten wir in dem Spiel noch nicht. Ja, also, müssen wir wieder abwarten, bis es scharf stellt. Jawohl, dankeschön. So, was haben wir hier? Gaunux und, ja, die beiden. Felsgrab, aber ich glaube, das gilt für beide. Nö, anscheinend nicht. Das bringt natürlich mal wieder gar nichts. Weil wir haben halt keine Geistertage. Und es zieht diesen Part wieder enorm in die Länge.
Ich sag nur eins, ein Königreich für eine Kampfattacke wäre das natürlich. Ja, ich glaube, auf dem Weg bringt es viel mehr. Ja, so eine Attacke wäre echt cool. Die Standpauke. Wo wir es schon sehen. So, jetzt ist die Frage. Ja gut, eigentlich müsste ja Gaunux sich dadurch schneller erledigen lassen. Keine Ahnung warum eigentlich. Aber ja gut, gut, es kann sein, dass Aquaknarre nicht so stark ist wie Kopfnuss und das Ganze dann relativiert. Bitte das meine. Angeberei, ne, braucht man eigentlich. Okay, und jeder von denen hat zwei Pokémon, das ist natürlich auch nicht so toll. So, wenn er doch jetzt hier... Ah ne, Kramowitz, da ist das Pokémon von dem einen da. Ich hoffe einfach mal, dass mein Kollege hier eine starke Attacke einsetzt. Ja, so gefällt mir das allerdings auch. Das Problem ist, hat der eine halt nur noch ein einziges Pokémon. Es wäre besser gewesen, wenn man es sich aufteilt, aber so dürfte es eigentlich auch gehen. Pam Pam, eins meiner Lieblings-Pokémon aus der 6. Generation. Ich mag das einfach vom Design her. Fragt mich nicht warum. Ich meine, ich habe mich ja nicht großartig zur 6. Generation äußern können, da das Let's Play ja leider ausfiel. Aber vielleicht wird es ja noch irgendwie nachgeholt, wenn ich mir mal ein zweites Handy hole. So, bitte. Ja, jetzt können wir selbst einen Fangclub gebrauchen, der uns anfeuert. Die müssen dann allerdings deutlich und intelligenter sein. Warte, was soll dieses X da eigentlich? Also, ich verstehe es nicht so ganz. Jetzt schicke ich das erst. Diese Knie ist der kleine Bruder des Champs. Hätte ich doch auch noch so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht ihm hier so schnell keinem was vor. Ab durch die Mitte! Warum müsst ihr auch überall rumlaufen? Wobei ja gut sein, dann planen alle Leute hier abzufangen. Du bist einsame Spitze, Lukas. Aber kein Wunder, du bist ja auch mein Rivale. Natürlich, weil wer dein Rivale ist, der ist unfassbar. Aber von Kabu fehlt immer noch jede Spur. Wo ist dieser Typ los? Da hilft nichts, gehen wir noch ein Stück weiter. Ja, vielleicht finden wir eine Mine. In diesem Part nicht mehr, denn dieser blöde Kampf hat jetzt wieder meine komplette Planung in den Sand gesetzt. Bis zum nächsten Mal, ciao, haltet ihr und denkt daran, Freundschaft ist Magie.